Jeder kennt es. Ihr habt diesen einen Freund bei euch in der Gaming-Gruppe, der ein Mikrofon bzw. Headset aus der Jahrtausendwende verwendet und eure Ohren damit zum Bluten bringt. Boah, hol doch mal einer die scheiß Pharah vom Himmel, Alter. Ja, die ist da oben. Ey, Mann, mach die da mal weg, ey. Was Alter, soll die Scheiß? Bruder, schrei nicht so, was hier los, ey. Dann hätte ich einen Tipp für ihn. Wir schauen mal, was das Enderfire Access Streaming zu bieten hat. Im Lieferumfang befindet sich natürlich das Mikrofon, ein bereits montierter Mount aus Metall mit Mikrofonspinne, um Schwingungen vorzubeugen, falls sie mal wieder kräftig auf den Tisch haut, wenn eine Runde mal nicht so läuft, wie sie soll, und das 2,5 Meter lange USB-A auf USB-C-Kabel. Übrigens könnt ihr bei Bedarf die Tischhalterung auch demontieren und einfach einen beliebigen Mikrofonarm verwenden. Erwähnenswert finde ich auch, dass Enderfire bei der Verpackung auf die typischen Plastikverpackungen verzichtet und auf Papierummantelungen setzt. Funktional kann das Access Streaming mit Mikrofonen der gleichen Preisklasse auf jeden Fall mithalten. Wir bekommen eine mit mehreren Modi die einstellbare RGB-Beleuchtung, die sich bei Verwendung der Touch-Mute-Funktion an der Oberseite auch rot verfärbt, damit man nicht aus Versehen ins Leere labert. Ja, das ist mir im Discord schon häufiger passiert. Über den zentralen Multifunktionsbutton könnt ihr die Mikrofonverstärkung und die Richtcharakteristik einstellen und jetzt kommt auch schon der technische Part. Es bietet nämlich insgesamt vier Charakteristiken und zwar Niere, bidirektional, Stereo und omnidirektional. Für euch am interessantesten wird sehr wahrscheinlich die Nierencharakteristik sein. Diese zeichnet nämlich nur den üblichen Bereich auf, wenn ihr vor dem Mikrofon sitzt und es zu euch ausgerichtet ist. Dann gibt es noch den bidirektionalen Bereich, der alles aufzeichnet, was vor und hinter dem Mikrofon gesprochen wird. Das kann man zum Beispiel gut gebrauchen, wenn man einen Podcast mit einer zweiten Person aufnimmt, die einem gegenüber sitzt. Die Stereo-Funktion nimmt einen breiteren Frontbereich auf, wenn ihr zum Beispiel zu zweit nebeneinander sitzt und dann streamt. Und dann gibt es noch die omnidirektionale Funktion, die alles Gesprochene im Raum erfasst. Vielleicht für den ein oder anderen Kochstream geeignet, wenn man sich viel im Raum bewegt. Das Access Streaming hat auch eine 3,5 mm Klinkensteckeraufnahme, an der ihr euer Headset anstecken und auch die Lautstärke unabhängig vom PC regeln könnt. Apropos PC, eine Software wird nicht benötigt. Einfach einstecken und loslegen. Das gilt auch für Laptops, Konsolen und Smartphones. Und ja, ich habe das Ganze mit meinem Galaxy S21 FE ausprobiert und es funktionierte tadellos, da das Mikrofon als Headset erkannt wird und somit Eingabe und Ausgabe darüber geregelt wird. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, wie klingt das Mikrofon denn überhaupt? Und das ist jetzt der Punkt. Ich habe das komplette Video eben mit diesem Mikrofon aufgenommen und ich finde, es klingt wirklich gut, gerade für den Preisbereich um die 100 Euro. Somit macht es seinen Namen Access Streaming alle Ehre und ist eben auch für Content Creator, sei es YouTube, TikTok oder Twitch oder was auch immer, sehr gut geeignet. Natürlich muss man hier ganz klar differenzieren. You get what you paid for. Mit Shure oder Rode kann man das natürlich nicht vergleichen. Wer aber etwas Vernünftiges zu einem fairen Preis sucht, wird mit diesem Mikrofon meiner Meinung nach auf jeden Fall fündig. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.